Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind bei einer spontan ungeplanten Mahnwache für Menschen auf der Flucht. Wir sind hier in der Box des Landestheaters. Aufgrund einer Fehlinformation fand heute in Bregenz auch eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Diese führt auch über den Kornmarktplatz und zwar viel zu zeitnah zum Start unserer Veranstaltung. Wir wollen mit dieser Gruppierung auf keinen Fall gleichgesetzt werden und distanzieren uns ganz klar von deren Aktionen. Deshalb haben wir die Mahnwache kurzerhand ins Internet verlegt. Draußen auf dem Kornmarktplatz werden gerade Zelte aufgebaut. Ein Bild, das vermittelt, wir haben Platz. Und wir sind uns der Verantwortung bewusst, die damit einhergeht, wenn man das Privileg genießt, in Frieden und Wohlstand leben zu dürfen. Allen Menschen, die die Mahnwache mit uns gemeinsam von zu Hause aus miterleben, ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Der Ablauf des heutigen Abends ist folgender. Wir werden Tobias Krüger, Michael Schiemer und Vivian Kausemann sehen. Die werden uns Darbietungen geben, besinnliche Texte oder aufrüttelnde Texte zum Thema Flucht. Stefanie Gräfe, die Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, wird eine persönliche Rede halten. Zum Schluss wird uns Konrad Steurer noch einen Einblick in die Situation von Windex und die damit einhergehende Kampagne erzählen. Ja, dann darf ich auch schon den Tobias auf die Bühne bitten. Ansprache an Millionäre. Warum wollt ihr so lange warten, bis ihr eure geschminkten Frauen und euch und den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Warum wollt ihr euch denn nicht bessern? Bald werden sie über die Freitreppen drängen und euch erstechen mit Küchenmessern und an die Fenster hängen. Sie werden euch in die Flüsse jagen, sinnlos werden dann Schrei und Gebet sein. Sie werden euch die Köpfe abschlagen, dann wird es zu spät sein. Dann wird sich der Strahl der Springbrunnen röten, dann stellen sie euch an die Gartenmauern. Sie werden kommen und schweigen und töten. Niemand wird über euch trauern. Wie lange wollt ihr euch noch bereichern? Wie lange wollt ihr aus Gold und Papieren und Rollen und Bündeln und Barren speichern? Ja, ihr werdet alles verlieren. Ihr seid die Herren von Maschinen und Ländern. Ihr habt das Geld und die Macht genommen. Warum wollt ihr die Welt nicht ändern, bevor sie kommt? Ihr sollt ja gar nicht aus Güte handeln. Ihr seid nicht gut und auch sie sind nicht gut. Nicht euch, aber die Welt zu verwandeln, ist eure Pflicht. Der Mensch ist schlecht. Er bleibt es künftig. Ihr sollt euch keine Flügel anheften. Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Ihr helft, wenn ihr helft, nicht etwa nur ihm. Man kann sich, auch wenn man liebt, beschenken, die Welt verbessern und dran verdienen. Das lohnt, darüber nachzudenken. Macht Steppen fruchtbar, befehlt, legt Gleise, organisiert den Umbau der Welt. Ja, gäbe es nur ein Dutzend Weise mit sehr viel Geld. Ihr seid nicht klug. Ihr wollt noch warten. Uns tut's leid. Ihr werdet es bereuen. Schickt aus dem Himmel ein paar Ansichtskarten. Uns wird es freuen.
Also heute. Zum ersten, zweiten, letzten. Allen durchgedrehten, umgehetzten. Was ich kaum erhoben, wanken sie gestern an und morgen abgeschaltet. Eh dein Kopf zum Totenkopf erkaltet, bleib erschütterbar, doch wieder still. Die uns Erde, Wasser, Luft versauen, Fortschritt, Marsch, mit Gas und Gottvertrauen, ehe sie dich einvernehmen, eh du im Strudel bist und schon im Solde wartend, dass die Kotze sich vergolde. Schön, wie sich die Sterblichen berühren, Knüppel zielen schon von auf Hirn und Nieren, dass der Liebe gleich der Mut vergeht. Wer geduckt steht, will auch andere biegen. Sorgen brauchst du dir nicht selber zuzufügen. Alles, was gefürchtet wird, wird wahr. Bleib erschütterbar. Bleib erschütterbar. Doch widersteht. Widersteht im Siegen Ungeübte. Zwischen Skylla hier und Charybde dort schwankt der Wechselkurs der Odyssee. Finsternis kommt reichlich nachgeflossen. Aber du mit. Such sie dir, Genossen. Teilst das Dunkel und es teilt sich die Gefahr, leicht und jäh. Bleib erschütterbar. Bleib erschütterbar, doch wieder still. Also zu Hause, es wird ein bisschen länger, darum setze ich mich. Dann ist dann auch immer ein bisschen im Nachteil, wenn dann die Schauspieler so tolle literarische Texte vortragen. Aber das haben wir ja gelernt. Darum. Der zweite war übrigens Michael Schiemer. Und jetzt kommt mein Text. Am 9. Oktober 2019 war ich auf dem Weg nach Berlin im Zug wie immer. Ich schrieb konzentriert an einen Text, bemerkte nicht, dass unser ICE schon eine ganze Weile stillstand. Erst eine Durchsage ließ mich aufmerksam werden. Sind hier außerplanmäßig zum Halten gekommen, weil es im Bahnhof Halle eine Störung gibt. Irritiert sah ich auf die Uhr. Mein Termin sollte zu schaffen sein. Ich schrieb weiter. Der Zug rollte ein Stück, kam wieder zum Stehen, wegen eines Polizeieinsatzes im Bahnhof Halle. Ich dachte, renitente Schwarzfahrer. Die Zeit tröpfelte, der Zug stand, ich schickte eine SMS nach Berlin, können wir uns später treffen. Ich wollte weiterarbeiten, aber etwas hatte sich verändert. Ich glaubte, eine gewisse Unruhe im Großraumwagen zu spüren, mehr Stimmen zu hören als zuvor, Telefonate. Dann die nächste Durchsage, nur klang die Stimme des Zugführers diesmal aufgewühlt. Liebe Fahrgäste, also der Bahnhof Halle ist auf unbestimmte Zeit gesperrt. Es ist etwas in Halle passiert. Wir müssen jetzt warten, bis wir umgeleitet werden. Es sind ja Kinder im Zug. Ich kann Ihnen deshalb jetzt nicht sagen, was passiert ist. Bitte gucken Sie im Handy nach. Ich guckte im Handy nach. Las Anschlag auf die Hallenser Synagoge an Yom Kippur. Vermutlich Tote und Verletzte, Anzahl noch unbekannt, Täter auf der Flucht. Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, der Versöhnungstag. Und mir schoss durch den Kopf, bitte, lieber Gott, lass es Faschos gewesen sein, lass es Deutsche gewesen sein, bitte. Über diesen Gedanken, diesen Wunsch, der, wie wir heute wissen, erfüllt wurde, möchte ich sprechen. Der Täter war Stefan Badik, ein Antisemit und Rechtsextremer. Es ist ihm, auch das wissen wir heute, nicht gelungen, in die Synagoge einzudringen und mit selbstgebauten Waffen den geplanten Massenmord an Jüdinnen und Juden zu vollbringen. In seiner Wut erschoss er wahllos eine Passantin und einen Kunden in einen Dönerimbus, schoss auf der Flucht noch ein Paar an, das schwer verletzt überlebte. Dann wurde er festgenommen. All das wissen wir heute und es ist entsetzlich. Doch was mich auch noch beschäftigt und beängstigt, ist dieser mein allererster reflexartiger Gedanke, bitte lass es Deutsche gewesen sein.
Denn diese erste Reaktion, oder vielleicht besser Empfindung, sie erzählt etwas über den Zustand unserer Gesellschaft, denke ich. Ich muss es vermutlich nicht weiter erläutern. Dies, lass es Deutsche gewesen sein, war gemeint im Unterschied zu radikale Islamisten. Und natürlich ist es unerträglich, dass Menschen im Deutschland des 21. Jahrhunderts antisemitisches und faschistoides Gedankengut vertreten und es zum Anlass nehmen zu morden. Unerträglich, und dennoch schien mir die Vorstellung für einen Augenblick weniger unerträglich als ein islamistischer Terrorakt, weil ich an die Folgen dachte. Für all die muslimischen Migrantinnen und Migranten in Europa, die wieder als Folge einer solchen Tat noch mehr Ablehnung, Misstrauen und Hass ertragen müssten. Weil ich an die Verzweifelten und Asylsuchenden der Welt dachte. Jeder islamistische Terrorakt wird die stärken, die sagen, Merkels Gäste wieder. Sie kommen, um unsere Kultur zu vernichten. Wird die stärken, die sagen, wir nehmen niemanden auf, wir verjagen sie von den Grenzen Europas, notfalls mit Gewalt. Wird die Verallgemeinerer stärken, die Rassisten und Nationalisten, die Verachtung und den Hass? Wird die Spaltung in Europa stärken und die Medien werden voll sein mit sachlichen, kalten Analysen, die Leserspalten werden voll sein mit Dreck? Wissen Sie, ich habe nachgedacht, worüber ich heute sprechen soll, auf einer Mahnwache für ein niedergebranntes Camp und seinen notleidenden Bewohnerinnen und Bewohner, die nun unter noch schlimmeren Bedingungen dahin vegetieren müssen. Vor vermutlich lauter Menschen, die wie ich überzeugt sind, die Menschlichkeit gebietet, dass wir einen Teil dieser Verzweifelten aufnehmen. Und wir können es uns leisten, auch in der augenblicklichen Krise. Wir leben immer noch in einem wohlhabenden Land und verantworten durch unseren Lebensstil Leid in anderen Teilen der Welt mit. Wir müssen uns dessen nicht gegenseitig versichern. Ich muss Ihnen nicht vom Elend in den Lagern erzählen. Wir alle wissen das. Viel wichtiger ist hier und jetzt die Frage, wie kann es uns gelingen, die Herzen und Hirne derer zu gewinnen, die anderer Meinung sind, weil sie verhärtet sind oder weil sie Angst haben, gerade in diesen Wochen nach den grausamen Terrortaten in Frankreich und Wien. Eine Antwort, wie uns es gemeinsam gelingen kann, habe ich auch nicht, leider. Ich kann nur über meine Angst reden, die keine Angst vor dem Terror ist, sondern Angst vor der Kälte und dem Hass in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir können dem nur begegnen mit größtmöglicher Offenheit, mit viel, sehr viel Präsenz, Engagement, Kommunikation. Und indem wir immer wieder unterscheiden, immer wieder argumentieren, immer wieder benennen. Indem wir genau sind, den Unterschied benennen, auf Unterscheidung bestehen. Zum Beispiel, wenn der Mörder des Dornbirner Sozialamtsleiters in den Medien als Asylwerber bezeichnet wird. Das ist nicht falsch, aber es ist ungenau, wenn es sich um einen Menschen handelt, der in Vorarlberg geboren, aufgewachsen und sozialisiert ist, Asylbewerber wurde, nachdem er wegen anderer Taten ausgewiesen wurde. Die hartnäckige Wiederholung der Bezeichnung schürt unnötig Ängste vor den Allerschwächsten. Deshalb müssen wir den Unterschied benennen, auf Unterscheidung bestehen. Zum Beispiel, wenn im Zusammenhang mit der Horrortat von Nizza immer wieder zu lesen ist, der Mörder ist über Lampedusa nach Europa gekommen. Lampedusa, die Insel, die wie kaum ein anderer Ort zum Symbol für das Leid der Flüchtenden geworden ist, zum Symbol für das Versagen der europäischen Gemeinschaft, die sich der kollektiven Verantwortung kollektiv entzogen hat. Gegen die schleichende Umwertung dieses Symbols müssen wir uns stemmen, indem wir die durchschaubare Strategie benennen. Auf Unterscheidung bestehen. Auf Unterscheidung bestehen müssen wir auch zwischen den vielen muslimischen Menschen, die auf der Flucht vor Unterdrückung und Krieg, vor Armut und Hunger bei uns Heimat gefunden haben oder migrantischer Abstammung seit langem Teil unserer Gesellschaft sind, die alle friedlich mit uns zusammenleben wollen und den wenigen islamistischen Gefährdern. Auch diesen Unterschied müssen wir benennen in jedem noch so alltäglichen Gespräch. Jeder Verallgemeinerung müssen wir etwas entgegensetzen. Der Buddhismus gilt wohl als die friedlichste und sanftmütigste Religion. Dass auch das nicht immer stimmt, musste der Dalai Lama 2017 traurig anerkennen, als buddhistische Mönche in Myanmar an der Verfolgung und Vertreibung von Angehörigen der Rohingya, der muslimischen Minderheit im Land, beteiligt waren an Folter und Mord. Buddha hätte den Rohingya geholfen, sagte der Dalai Lama. Auch hier galt, den Unterschied benennen, auf Unterscheidung bestehen. Sie sehen,
Es ist nicht einfach und es wird nicht einfach werden. Schnelle Urteile statt in die Tiefe gehender Betrachtung, reißerische Behauptungen statt differenzierter Auseinandersetzung, krasse Vereinfachung, weil die hochkomplexe Realität nicht aushaltbar scheint, das sind nun einmal die Merkmale und Entwicklungen unserer Gegenwart. Wir sollten uns dagegen stellen, jeden einzelnen Tag. Wir müssen aufmerksam sein auf die falschen Worte und falschen Werte, müssen widersprechen und erläutern, auf dass sie sich nicht noch mehr in die Herzen und Hirne fressen. Das ist eine kleinteilige, eine mühsame Aufgabe, aber ich denke, eine lohnende. Damit es gelingt, die Spaltung in unserer Gesellschaft zu überwinden, die mir im Zug vor Halle wieder einmal schockartig bewusst wurde, mir in die Glieder fuhr mit dem Gedanken, lass es einen Deutschen gewesen sein. Denn hinter diesem Gedanken steckt doch letztlich nichts anderes als der dringliche Wunsch, dass Veranstaltungen wie diese hier irgendwann überflüssig werden, weil es irgendwann selbstverständlich für alle Menschen in diesem und in anderen Ländern und für die Politik dieses und anderer Länder, weil es für all diese Menschen selbstverständlich ist, dass wir helfen, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, weil es unsere Verantwortung ist. Vielen Dank. Danke, Stefanie Gräfe, für die sehr aufrundenden Worte. Jetzt hören wir nochmal Tobias Krüger und im Anschluss Vivian Kausmann. Danke, Stefanie. Sehr geehrte Bürgerinnen unserer Republik, Mangel an Schönheit macht unglücklich und böse und ungerecht und hart. Mangel an Schönheit macht zynisch und bleich. Mangel an Schönheit macht, dass man sich langweilt und den sternklaren Nachthimmel anschaut, ohne ergriffen zu sein und ohne zu staunen. Mangel an Schönheit macht traurig und krank und nimmt uns die Einbildungskraft. Mangel an Schönheit treibt die Sinne, man sieht nicht mehr das Offensichtliche, man kann Musik nicht mehr von Gekreisch unterscheiden, ja, eine gute Pasta nicht mehr von einem Cheeseburger. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde. Mangel an Schönheit macht neidisch und missgünstig und geizig und kleinlich und gierig. Mangel an Schönheit macht unzufrieden. Mangel an Schönheit bewirkt, dass ich mich geringer schätze und macht nicht einmal mehr verachte, wenn ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen kann. Mangel an Schönheit macht feige. Mangel an Schönheit macht dumm. Mangel an Schönheit macht uns zu Hosenscheißern. Mangel an Schönheit kann unsere Gesundheit schaden, weil, wenn die Schönheit fehlt, uns an der Gesundheit wenig liegt. Mangel an Schönheit macht uns unempfindlich gegenüber Komplimenten und zerstört unseren Charme. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde und unglücklich und böse und lässt uns zum Messer greifen. Mangel an Schönheit verheert die Welt, sodass zuletzt bei allem Reichtum und aller Sicherheit nichts mehr lebenswert erscheint. Ja, Mangel an Schönheit macht uns unglücklich und wieder unglücklich und wieder unglücklich und wieder unglücklich. Mangel an Schönheit bringt die miesesten Seiten meines Charakters zum Vorschein. Mangel an Schönheit macht, dass ich mich am Hässlichen freue. Mangel an Schönheit macht, dass ich ängstlich und geduckt durch den Tag gehe. Mangel an Schönheit macht, dass wir niemanden mehr lieben und dass wir die Liebe für Getue halten und die Depression für den Normalzustand. Mangel an Schönheit zwingt uns zu der Meinung,
Alles müsse wenigstens einen Ertrag abwerfen. Mangel an Schönheit macht, dass ich keine Bücher mehr lese und nicht mehr Gitarre spielen will. Mangel an Schönheit macht, dass wir für niemanden Sorge tragen wollen und bald auch nicht mehr können. Mangel an Schönheit macht erbärmliche Schwachköpfe aus uns. Mangel an Schönheit macht uns langweilig. Mangel an Schönheit bringt vielleicht Geld, aber keine Idee, es auszugeben. Mangel an Schönheit macht rachsüchtig, kleinlaut und gehässig. Mangel an Schönheit macht misstrauisch und kleinkariert. Mangel an Schönheit macht schlechte Laune und Fantasielosigkeit. Mangel an Schönheit macht, dass wir vergessen werden. Wenn jeder eine Blume pflanzte, jeder Mensch auf dieser Welt, und anstatt zu schießen, tanzte und mit Lächeln zahlte statt mit Geld. Wenn jeder einen anderen wehrte, keiner mehr nur für seine Stärke schwärmte, keiner mehr den anderen schlüge, keiner mehr sich verstrickte in der Lüge. Wenn die Alten wieder wie die Kinder würden und sie sich teilten in den Bürden, wenn dies Wenn sich leben ließ, wäre es noch lang kein Paradies, bloß die Menschenzeit hätte angefangen, die in Streit und Krieg uns beinahe wäre vergangen. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him, there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Stop complaining, said the farmer. Who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna,
Jetzt wird noch Konrad Steurer kommen und uns über Windex etwas erzählen. Windex rettet. Rettet Windex. In meinem Land ist Krieg. Ich habe alles verloren. Meine ganze Familie, meine Eltern, Schwestern, Brüder und zuletzt meine Kinder. Hier in Österreich erfahre ich zum ersten Mal in meinem Leben Frieden. Worte von Deka Yama. Sie kommt aus Somalia. Frau Yama ist eine der Menschen, die in der Kampagne Windex rettet, rettet Windex mitwirken. Neben 11 weiteren Personen sind ihre Worte und ihr Foto in einem Wandkalender für 2021 abgebildet. Der Kalender zeigt die Schönheit der Menschen. Erinnert euch an den Text von Tobias Krüger. Erzählt deren Geschichte. Die Mitwirkenden sind entweder gegenwärtig aus ihren Heimatländern geflüchtet, weil sie in ihrer Sicherheit und ihrem Leben bedroht wurden. Oder aber Menschen, deren Vorfahren irgendwann nach Vorarlberg gekommen sind. Letztere haben ihre Chance genutzt. Denn Vorarlberg ist ein schönes Land. Und auch ein chancenreiches Land. Mit einer Vielfalt, die vermutlich ihresgleichen sucht. In der Kampagne geht es darum, dem Team um Eva Fallbusch ihr Engagement für Menschen auf der Flucht weiter zu ermöglichen. Windex ist seit Anbeginn an, seit 2013, privat finanziert. Der große Sponsor, die Weitblick GmbH, steigt dieses Jahr plangemäß aus. Leider ist es nicht gelungen, dass das Land Vorarlberg den engagierten Einsatz von Windex weiter finanziert. Vermutlich auch mit der Folie im Hintergrund, die uns der ehemalige Innenminister Kickl verschafft hatte. Alle wesentlichen Aufgaben sind im Asylwesen in staatliche Hoheit gebracht worden. Darum sind hier, jetzt, Menschen aufgestanden und haben bezeugt, wie wichtig es ist, ein autonomes und unabhängiges Unterstützungsangebot für Menschen auf der Flucht zu erhalten. Von Ihnen wurde das Windex-Komitee gegründet. Details entnehmen Sie bitte der Website rettetwindex.at. Doch es geht um noch mehr. Deshalb ist die Kampagne ganz wesentlich auf die Stichworte Vielfalt und Chancenland aufgebaut. Der Anfang wird mit der Kalenderaktion gesetzt, der übrigens ab kommender Woche zu erwerben ist. Gleichzeitig sind wir in Vorbereitung für eine Ausstellung, welche die Thematik in großer Spannweite aufwirft. Es geht auch um die unmenschlichen Lager an den EU-Außengrenzen. Doch besonders geht es um Integration und Inklusion. Es geht um Wirtschaft, es geht um Vielfalt, es geht um Chancen, es geht um Vorarlberg. Es geht um den Zusammenhalt der Gesellschaft, es geht um die offene Gesellschaft, hinter der wir stehen. Denn darin liegt ein unermesslicher Wert. Vielfalt erzeugt Kreativität und Wertschöpfung. An diesen Werten sind alle eingeladen mitzuwirken, auch Sie, sehr geehrte Damen und Herren. Zitat Johannes Collini, Unternehmer aus Rohlnems und ebenfalls Mitwirkender in der Kampagne. Meine Vorfahren sind als Wirtschaftsmigranten nach Vorarlberg gekommen. Dank dem Vertrauensvorschuss von Geschäftspartnern, Mitarbeitenden und der Bevölkerung ist es der Familie gelungen, von Vorarlberg aus ein Unternehmen aufzubauen, das eines der führenden Spezialisten der Oberflächentechnik weltweit ist. Mein Traum ist, dass Vorarlberg die Diversität von Menschen aus allen Ländern nutzt, um den wirtschaftlichen Wohlstand,
den sozialen Frieden und die kulturelle Vielfalt für die Zukunft weiter auszubauen. Danke euch für euer Engagement. Wie gesagt, es geht um Zusammenhalt. Es geht um die offene Gesellschaft. Danke, Konrad Steurer. Und ich möchte noch zum Schluss Martin Hagen zitieren. Er hat letzten Sonntag in Lustenau eine sehr schöne Rede gehalten zum Thema Menschen auf der Flucht, und mit seiner Erlaubnis wiederhole ich hier gerne ein paar Dinge, die uns sehr wichtig erschienen. Weltweit sind 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist 1% der Menschheit. 40% aller Vertriebenen sind Kinder. 85% der Flüchtenden leben unter elendesten Bedingungen. Nur etwa 10% haben es überhaupt nach Europa geschafft. Und in Österreich sind gerade mal 1,3% der Bevölkerung Geflüchtete. Wir haben Platz. Bevor wir jetzt miteinander hinausgehen, um die Zelte, die das Wir haben Platz symbolisieren, anzuschauen, gilt es noch, jenen zu danken, die mitgeholfen haben, dass diese Mahnwache zustande kommen konnte. Allen voran einen Dank an Stefanie Gräfe für die aufrührenden Worte und auch für das Zurverfügungstellen des Hauses. Danke an die Schauspieler und Schauspielerinnen für die berührenden Texte, vor allem Vivian fürs Organisieren. Danke an uns Reitz, die Organisatoren der Sonntagsdemos. Danke an Sägen 4 für die grafische Gestaltung der Zelte. Ganz besonderer Dank an euch Technikherr Sebastian Mischitz von der OJ Dornbirn, Medo Mitrovic, Esther Köb fürs Filmen und das Livestream machen, Sarah Mistura für die Fotografien. Danke an Gerhard Rüdeser von der Unabhängigen Bildungsgewerkschaft UBG für das Einholen der Bewilligung und das Unterstützen. Und die Organisation heute hat PRIM unternommen. PRIM ist die Plattform reformpädagogischer Initiativen und mehr. Die Mahnwache kommenden Sonntag in Feldkirch wird noch behördlich abgeklärt, in welcher Form das stattfinden kann. Infos erhalten Sie auf der Website www.unsreichts.at. Ja, und jetzt möchte ich Sie einladen, dass wir miteinander hinausgehen und uns das Bild anschauen. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von allen, die dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Leben Sie wohl und bis zum nächsten Mal. Donna, 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 donna.